Hi, weiter geht's bei God of War Ragnarok. Wir sind in Helheim. Wir müssen ein großes Hundi einfangen. Gestaltet sich etwas schwieriger, als es sein sollte. Atreus hat es schon letzte Folge probiert. Ist nicht so gut geklappt. Oder hat nicht so gut geklappt, wollte ich sagen. Deutsch, schwere Sprache. Siehst du, ich habe gute Ideen. Wenn du. Dein vorheriger Plan hat nicht funktioniert. Mir liegt die Schuld. Da hat Kratos recht. Das hat nicht funktioniert. Achtung, über dir! Meine Pfeile, verlangsamen Sie! Ist das so? Ist das kalt genug? So, jetzt zu ihr hin. So, jetzt wieder ein paar Pfeile. Das verlangsamt sie. Hinter mir ist irgendwas. Okay, ich dachte, ich wäre sie los. Aber das ist nicht der Fall. So. Immer darauf warten, dass die Erfahrungspunkte angezeigt werden. Auf meine Art. Deine Art heißt dann wohl. Das ist das, was du glaubst. Aber könnten wir nicht? Wir haben die Macht, den Schaden durch diese Kreatur einzudämmen. Wir nutzen sie. Na gut. Oh, da ist er. Mal gucken, ob Kratos' Plan besser funktioniert als der von Atreus letzte Folge. Er versucht, die letzte Kette zu entfernen. Vielleicht ist er lieb, wenn wir die kaputt machen. Okay, vergesst das mit. Vielleicht ist er lieb. Braves Hundi! Wieso schießt Atreus keine Pfeile? Wie viel Schaden macht das jetzt? Ja, so eine halbe Liste ungefähr. Uiuiuiui. Das ergibt keinen Sinn, Atreus. Ja, deswegen kämpft Atreus auch nicht, weil er ihn nicht bekämpfen möchte. Ja, ich wollte das Ding haben, aber jetzt ist er hier in Reichweite. Nee, das ist falsch gewesen. Das ist ein guter Punkt. Warum komme ich auf sowas nicht? Jetzt weiß ich, warum die ihn eingestellt haben. Okay. Ach so, ich soll die Kette greifen. So, gib mir den Kristall. Oh, was ist jetzt los? Wird er böse? Wo ist er? Ja, den kannst du wieder haben. Hier. Thank you.
Das war nicht gut. So, dann können wir ihn auch hier mit dem Special-Angriff eingeben. Ah, schade. Mit der Kette gehauen. Ja, ist gut. So, diesmal mal mit dem Speer. Was du nicht sagst. Okay, dann kommt er da runter. What the fuck? Weil ich den Kristall einsammeln wollte, aber das war nicht die richtige Entscheidung. Muss ich von ganz vorne anfangen? Nee, es gibt Kontrollpunkte. Da kommt er jetzt runter. Wieso trifft mich das? Böses Hundi. Ah, mittlerweile greift Atreus auch an. Ah, scheiße. Was passiert jetzt? Ah, er macht das wieder. Ah, mein Schild ist rot. Ah, scheiße. Genau. So. Er bietet mir jetzt seine Kette nicht mehr an. Habe ich den Eindruck. Böser Hund. Aber eine Liste nur noch. Na, jetzt geht er wieder nach oben, okay. So, jetzt kommt er wieder runtergeschwungen, ne? Ja. Okay, machen wir schon mal den Schild ready. So, jetzt können wir... Ey, ich wollte den Stein gerade auf dich schmeißen. Ne, 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 ne. So, das war's für dich. Aber würgen wir ihn dann nicht und dann ist er tot. Hattest du deinen Sohn nicht versprochen, ihn nicht zu töten?
So guckt ihr auch gerade. Ich wünschte, es hätte nicht so enden müssen. Ich bin schuld, dass er frei war. Und tot ist. Manchmal gibt es keinen anderen Weg. Ich weiß. Ja. Naja, vielleicht ist das ja auch eine Lösung für ihn. Vielleicht ist sein Tod besser, als wenn er die ganze Zeit hier gefangen ist. Hauptsache, er macht nicht überall Weltenrisse auf. Ich habe vergessen, meine Axt mitzunehmen. Gehen wir jetzt nach Hause? Atreus. Ich weiß. Schließ dein Herz davor. Die nächste versperrte Tür. Einen kriegen wir auch auf. Das gleiche Spiel nochmal. So, dahin kann ich nicht schießen, ne? Dahin? Auch nicht. Pfeile bringen da wohl nichts. Das muss ja eigentlich in der Nähe gehen. Da? Da? Hast du eine Idee? Vielleicht können wir mit meinen Siegeln den Frost zum Rat bringen. Ja, das... Das hatte ich auch vermutet, aber irgendwie kann ich hier nirgendwo... Was passiert, wenn ich loslasse? Ah, Moment. Ja, das ist schon mal schlecht, aber... Doch, das funktioniert. Und jetzt da hinwerfen. Aber... So. Reicht das? Okay. Los, das Tor ist offen. Als du weg warst, war ich bei den Nornen. Sie sagten mir, Heimdall wollte dich in Asgard töten. Heimdall? Die Norn? Ich dachte, daran glaubst du nicht. Ist das alles, was du zu sagen hast? So, die Tür ist zu. Und nu? Da ist eine Kiste. Ich sehe... Umsonst hier? Nee. Da ist ein Boot. Das ist doch bestimmt nicht zufällig hier. Ach, er kann die Tür einfach öffnen. Das ist Kratos, nicht Atreus. Was ist jetzt los? What the hell? Der Hund lebt noch? Gut, das will ich auch wissen, wie. Also, dass er sauer ist, kann ich verstehen, aber... Ich weiß es nicht. Ist es nicht? Bleib nicht stehen. Lauf. Okay. Wohin? Zur Treppe. Nach draußen. Schnell. Ja, ja. Wir müssen... Okay. Einfach vorbeilaufen geht anscheinend nicht. Ja, mir geht's gut. Und mir wird es besser gehen, wenn ich die hier vermöbelt habe. So, hier kommt er anscheinend nicht hin. Und das wird sich gleich wahrscheinlich ändern. Ja, ja. Okay, okay. Und tschüss. Ach was. Ja, ja. Böser Hund. Auf sein Bein? Ach so, da wo die Kette ist. Ja. Yeah. Boom! Hau ab! Spring! Aber müssen wir ihn nicht erledigen? Also ist weglaufen noch... Eigentlich nicht so das Richtige.
Naja. Kratos weiß schon, was er tut. Nein, hier lang. Wenn wir ihn nicht finden, überschwemmen die Toten weiter die Welten. Die Welten stürzen ein. Du musst deinen Geist beruhigen lernen. Vielleicht weiß ich, dass ich Chaos brauche. Was hast du gemacht, gelernt? Dass wir einander vertrauen müssen. Irgendwie ist es zu ruhig gerade. Hast du das? Wo ist der? Pass auf! Ah! Das ist nicht gut. Geht's dir gut? Ja, jetzt kämpfen wir. Mein neues. Okay, nochmal platt machen. Ja, da ist doch irgendwas. Ah, sein Bein. Mit Atreus kann man auf seine Schwachstellen schießen, ne? Ja, ja. Mit den Pfeilen. Ja, dafür bin ich nicht schnell genug. So. Aber wir befreien ihn doch so, oder? Oh, armer Hundi. Bleib liegen. Bleib liegen. Ich bin mal nett zu ihm. Okay. Was? Wie kommt er immer wieder zurück? Er kann sich regenerieren. Was? Okay. Dann auf deine Art. Die Schockwellen auf. Ja. So, ich muss jetzt Atreus irgendwie da hochhelfen. Ah ne, da hat er jetzt anscheinend keine Schwachstelle mehr. Wie lange soll das noch weitergehen? Weiß ich nicht. Ah, jetzt taucht die Schwachstelle neu aus. Er muss doch mal hier mir was anbieten. Ich bin zu langsam. Nein! So. Und jetzt? Okay. Komm hier hin. Das ist keine gute Idee. Jetzt! Bitte funktioniert, bitte, bitte! Weg, ja! Was ist passiert? Wir müssen ihn finden. Los! Okay, du hast irgendein Dolch in den Rücken gejagt?
Was bewirkt das? Achso, das sind meine Speere, die da angezeigt werden. So, wo muss ich jetzt lang? Da, ne? Ich kann mich erstmal fit machen. Müssen wir durchs Loch oder? Ich folge dir mal unauffällig. Schätze, er ist hier lang gekommen. Suchen wir einen anderen Weg hoch. Was hast du getan? Der Zauber, bei dem du mich zu Hause sahst, als Fenrir starb. Ich wusste es nicht, aber ich versetzte aus Versehen seine Seele in mein Messer. Seelen sind mächtig, also dachte ich, Fenrirs könnte seine Natur ändern. Ja, mal sehen, ob's geklappt hat. Er hat Fenrirs Seele in den Wolf getan, okay. Ja, und wie komme ich jetzt hier rüber? Achso, man kann da runter. Als ich dich in Midgard fand, bevor Freya angriff, sagtest du, du musst mich beschützen. Warum? Eine Verzeihung. Du lagst in meinen Armen. Tot. Ich sah sie auch. In Jötunheim. Was? Du wusstest? Deshalb hast du mich so hart trainiert. Eines Tages musst du überleben. Ohne mich. Das lasse ich nicht zu. Auf keinen Fall. Nein. Jede Reise geht mal zu Ende. Nicht unsere. Nicht so. Alles gut. Tut mir leid. Ist vorbei. Versprochen. Fan? Bist du's? Als ob. Braver Junge. Ja. Hast mir auch gefehlt. Ich war nicht sicher, ob's klappt. Wie süß er auf einmal ist. Geschafft. Sitz. Oh, gehorchen tut er auch. Wie ist das möglich? Durch Riesenmagie. Ich hab dazugelernt. In Asgard. Das hat nichts damit zu tun. Mehr Geheimnisse. Nein. Ein Versprechen. Jemand hat es mir anvertraut. Wie zwischen dir und Mutter. Siehst du, du kannst mir vertrauen. Heim. Okay. Ist vollbracht. Wir sollten die anderen informieren. Den nächsten Schritt planen. Also, als die Nornen dir sagten, dass Heimdall mich töten will, dafür ist dein Speer gedacht, oder? Richtig. Heimdall ist ein Idiot, aber so bist du doch nicht mehr, oder? Ein Göttermörder. Du willst keinen Krieg. Nein. Aber ich werde alles tun, damit du sicher bist. Ja gut, wir haben jetzt unser eigenes Riesenhündchen. Das können wir doch bestimmt auf Odin irgendwie hetzen. So, und was ist jetzt das Hindernis? Da ist Wind. Kann ich den kaputt machen? Wie wär's, wenn ich diese Kurbel betätige?
bevor ich hirnlos Sachen zerstöre. Toll, es ist offen. Vielleicht könnten wir mit den Siegeln das Rad da oben einfrieren. Ja. Das hat doch was, hundertprozentig was mit dem Wind zu tun, oder? Euka. Vielleicht auch nicht. Siegelpfeile bringen da wohl nichts. Ich kann da wahrscheinlich einen hinmachen, ne? Ja. Okay, ich habe keine Ahnung. Das hat doch 100 Pro was mit dem Wind zu tun. Ist das random, der Wind, oder hat das tatsächlich was mit den Rätseln zu tun? Die Pfeile bringen da wohl nichts. Ah, okay. Moment. Hä, wieso treffe ich ihn denn nicht? Ja, jetzt wo es zu spät ist. Bringt da wohl nicht. Ne. Ich habe mal eine Idee. Ich glaube, ich habe den ganz falschen Ansatz. Die Lösung ist so simpel. Warum komme ich auf sowas nicht? Vater, wer den Mäuren nicht zu trauen ist, warum kümmert es dich, was sie sagen? Wenn es um dein Leben geht, ich kein Risiko. Oh Gott. Ich bin zu langsam. So, und diesmal nicht schlafen. Kratos, so. Beeilung. So. Wir sind doch am Ende der Folge, Leute. Bis zum nächsten Mal und ciao. Vater, da oben.